Also wir sind Julia, Vertriebsdirektorin der Think Hamburg, und ich bin Vince, Head of Digital der Think Gruppe. Und wir wollen euch heute mal was Spannendes über unseren Kunden Audi erzählen. Wir gehen ein auf die Audi Brand Campaign. Das, was man von Audi so kennt, ist ja Vorsprung durch Technik. Mit der neuen Brand Campaign in 2020 hat Audi seine neue Ausrichtung hin zu Future is an Attitude bekannt gegeben. Also hinter den Kulissen richtet sich die Marke jetzt so ein bisschen in Richtung Premium und mehr auf der anderen Seite in Richtung Human Centricity aus. Also weniger kühl und rational, was natürlich nicht den bekannten Markenclaim ersetzt, aber eher so die Haltung von nach außen vertreten soll und die Kommunikation durch die Produkte mitschwingen lassen soll. Ein kleiner Thumbstopper vorab. Frage, die wir uns seit Jahrhunderten stellen. Maschine gemessen und konnten dadurch signifikante Uplifts in Ad Recall, Top of Awareness und Message, genau wir da gemacht haben, zeigen. Als kleine die Kampagne, und wer sie nicht kennt, ging ja um die Frage der Perspektive, die anders, nämlich generell positiv auf das blickt, was vor uns liegt, und nach Potenzialen sucht. Some see a new motor, we see error. Mit unseren verschiedenen dabei und Bumper-Ads mobile optimiert, konzipiert und geschnitten für nicht gedrehte Devices tatsächlich, weil wir herausgefunden haben, dass viele Leute die Werbung erst noch im Handy vertikal schauen und erst dann das Handy drehen. Interaktive Formate für Stories. Konzipiert für Facebook und Instagram, basierend auf den Key Visuals, die wir geshootet haben, und bei Teads haben wir kontextuell Assets eingespielt. Ein kleiner Auszug nur für Facebook und Instagram. Es gab insgesamt rund 600 Assets in unserem Auslieferungspaket an 50 Märkte in 7 verschiedenen Sprachen. Das waren natürlich für Facebook, Instagram kurze, involvierende Formate, sehr aktivierend und nahbar und eben weniger kühl und clean. Wir hatten eine große Challenge, das war der lange Kampagnenzeitraum, nämlich 3 Monate, in der wir die gleiche Botschaft ja immer wieder anders und neu verpacken mussten. Also das produzierte Material quasi maximal skalierbar nutzen und das Retargeting optimal spielen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann die Marke mit ihrer Botschaft maximal relevant für die unterschiedlichen Zielgruppen sein? Das haben wir ein bisschen umgesetzt, basierend auf den relevantesten Markenthemen, die für diese Kampagne Interior und Exterior Design, Performance und Lichtdesign waren, die wir dann auf die Zielgruppen entsprechend gemappt haben. Gegen Ende der Laufzeit dann nochmal geschaut, wie man auch tatsächlich nach diesen 10 bis 12 Wochen immer noch irgendwie Thumbstopping und überraschend sein kann und Lust macht, unsere Botschaft noch einmal wahrzunehmen und darauf einzugehen. Und haben dann ein bisschen Formate gehackt, hier mit kleinen die 3D-Effekten gespielt, kleine Thumbstopper, wo man einfach hängen bleibt in seinem Feed. Es ist natürlich für uns und genauso wie für Sie eine gelernte Herangehensweise, aber es fußt einfach doch noch viel zu oft in irgendjemandes Meinung. Und wir wollen eben genau wegkommen von diesem subjektiven Bauchgefühl hin zu datenbelegten Entscheidungen und haben uns deswegen 3 grundlegende Fragen gestellt. Das wären so essentielle Fragen wie die nach dem Format, also führt ein horizontales oder ein quadratisches Asset im Feed zu mehr Brand Impact? Die Frage nach dem Schnitt. Also man redet ja im Kampagnenbusiness irgendwie immer wieder von Cutdowns, was unser absolutes Hasswort ist. Und eigentlich müsste man von Umschnitten sprechen. Sprich, wie plattformoptimiert muss der Schnitt eigentlich sein? Also nicht nur kürzer, sondern auch dramaturgisch anders aufgebaut. Und dann die Inhaltsfrage, wo wir auf den Punkt Man versus Machine zurückkommen. Das, was wir an Bildern zeigen, hat natürlich auch massiven Einfluss darauf, wie der Brand Impact ist. Wollen die Leute eigentlich, dass es menschelt oder wollen Sie nur den tatsächlichen Vorsprung durch Technik im wahrsten Sinne des Wortes sehen oder sogar eine Mischung zwischen beiden? Und dann die Überlegung, was genau wollen wir denn eigentlich messen? Das ist natürlich die Grundlage für unsere Fragestellungen, die wir dann den Nutzer stellen bezüglich des Brand Impacts, gemessen in unserem KPI-Framework, wo wir uns dann 3 Main-KPIs zur Auswahl genommen haben, in unser Set genommen haben. Das erste ist, dass die Markenkampagne natürlich zuallererst Awareness erzeugen soll. Dafür müssen sich die Leute an unsere Kampagne erinnern. Deshalb messen wir eben den Ad Recall. Zweitens ist, dass Audi im Zuge der Markenkampagne als eine der Top
Premium-Automarken wahrgenommen werden möchte. Also erreichen wir wirklich die Top-of-Mind-Awareness im Premium-Segment. Und das Dritte ist, Futures in Attitude ist ja diese kommunikative Aussage der zukunftsweisenden Ausrichtung von Audi. Und wir wollten natürlich messen, ob das so auch in den Köpfen der Menschen ankommt und verfängt. Und wie wir das kreativ zum Leben erweckt haben, zeigt euch Julia jetzt mal. Hallo, ich bin Julia nochmal von meiner Seite. Wir haben diese Fragen, die Vincent gerade erläutert hat, also die Brandlift Study in 4 EU-Märkten vorgenommen und haben Creatives auf Facebook und Instagram im Feed gegeneinander getestet, weil wir eben genau erfahren wollten, welche der Creatives den höchsten Brand Impact verursachen und vor allem warum. Deshalb haben wir hier einmal eine Übersicht mitgebracht, in der man die wichtigsten Creatives sieht. Das war natürlich, weil das auch immer noch gang und gäbe ist, in diversen Kampagnen, das 16 zu 9 TVC Creative, völlig unverändert, der 60 Sekunden. Dann einen kleinen, aber wichtigen Schritt weiter, dieses Creative auf ein Feed-kompatibles Format bringen, also ein Quadrat und das Voice-Over einsupern. Und dann für uns den entscheidenden Schritt, und da haben wir dann auch natürlich die meisten Learnings generiert, aus diesen 60-Sekünder nochmal die besten und wichtigsten Bilder extrahieren, die am aussagekräftigsten sind und an denen man dann auch auf den Plattformen am besten hängen bleibt, weil sie catchy sind visuell. Aus diesen Bildern haben wir so kurze Teaser beziehungsweise Cliffhanger vor diesen Einminüter geschnitten und haben das einmal mit Autofokus gemacht, einmal mit Menschfokus und einmal aus einer Mischung. Und haben dann in diese Cliffhanger natürlich auch unser Branding und unsere Botschaft der Kampagne gepackt. Und uns natürlich total spannend, welches Creative da gewinnt. Und ich löse es auch direkt einmal auf. Es war natürlich das quadratische, also feed-optimierte Creative und auch eines von denen mit Cliffhanger vorne. Und zwar das mit dem Fokus auf Auto. Bedeutet für uns, dass der größte Impact für Audi zumindest in dieser Brandkampagne damit erzielt werden kann, wenn wir auch die Produkte zeigen. Wie sah das im Detail aus? Der Ad Recall lag bei 9,4 Punkte, kann man einmal vergleichen mit der globalen Autonorm oder eben auch mit dem 16 zu 9 Creative. Da sieht man schon, das horizontale TVC Creative wesentlich weniger Punkte, die globale Autonorm ein bisschen drunter. Wenn wir dann auf Top-of-Mind-Awareness oder auch Message Association gucken, dann waren wir da schon weiter vorne. Also dann ist der Gap größer zur globalen Autonorm und zum 16 zu 9 Creative. Top-of-Mind-Awareness mit 4,6 Punkten und Message Association im Vergleich zum 16 zu 9 Creative mit 2,4 Punkten. Also Gewinner bei allen drei KPIs. Ein Ausreißer aus Frankreich haben wir noch mitgebracht, weil wir das auch nochmal spannend fanden für uns, weil wir ja eben von einem langen Creative ausgegangen sind. Frankreich hat das Ganze nochmal runtergekürzt auf 12 Sekunden, hat auch Branding und Message nach vorne gepackt und die haben mit dem Creative in der Studie verglichen mit allen anderen die höchste Message Association und Top of Mind Awareness, zweithöchsten Ad Recall erzielt. Heißt, auch keine Überraschung, aber kurze Creatives funktionieren besser, weil die Leute das eben einfach nicht durchgucken. Und zudem vielleicht auch noch ein spannender Insight, die kürzeren Creatives sind auch einfach in der TrueView günstiger medial. Die Learnings nochmal zusammengefasst. Vincent hatte ja die Fragen gestellt. Das hier sind die Antworten. Also, ich glaube, allerspätestens für uns war jetzt klar, und das steht ganz dick hinter den Ohren, wir packen keine TVCs mehr auf die Plattform. Das machen wir nicht mehr. Das heißt, das muss einfach in Format und so weiter optimiert werden. Dann, was den Schnitt angeht, gucken wir immer, auf welcher Plattform sind wir und um welches Format geht es und schneiden dementsprechend, also dampfen nicht nur die Länge runter, sondern ändern auch die Dramaturgie und können damit dann einen höheren Brand Impact erzielen. Dabei auch ganz wichtig, Logo und Botschaft so früh wie möglich. Vor allem im Feed. Und für uns die interessanteste Frage, Auto versus Mensch, haben wir gelernt, dass das mit den Autos für Audi besser funktioniert und wir damit einen höheren Ad Recall und Message Recall erzielen können. Und noch zum Abschluss so ein kleiner Ausblick, falls sich vielleicht der ein oder andere fragt, war das jetzt so ein One-Hit-Wonder-Experiment? Nee, war es nicht. Das ist was, was wir eigentlich versuchen, bei solchen Kampagnen immer so zu machen. Vor allem jetzt auch gerade im Zuge der e-tron GT-Kampagne für Audi. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass das Fahrzeug gelauncht wurde. Da sind wir gerade an einer anderen Fragestellung dran. Und zwar wollen wir gerne testen, ob interaktive Creatives einen messbaren höheren Brand Impact
gegenüber von Standard-Creatives erzielen können für die Marke. Das ist ja sowas, was in aller Munde ist. Es muss möglichst engaging sein und Nutzer wollen interagieren. Aber wir wollen da jetzt wirklich mal dahinter blicken und datenbelegt klären, macht das denn auch was für die Marke oder ist das einfach nur nett für die Leute? Da seht ihr auch einen kleinen Auszug aus den Assets. Meint sowas wie in Stories mit einer Poll-Mechanik arbeiten und Fragen stellen, genauso im Feed. Da ist ja nochmal der Vorteil, dass man mit unterschiedlichen Call-to-Actions und damit auch unterschiedlichen Linkzielen auf die Bedürfnisse des Nutzers eingehen kann. Also was will er denn dann eigentlich sehen? Und man kann natürlich auch mit so seichten Tab-Mechaniken den Nutzer involvieren. Das als kleinen Auszug. Dankeschön.